So, und damit herzlich willkommen hier zu Emergency 4 und der Wegberg-Modifikation mit dem allerersten Video im neuen Jahr. Wobei das natürlich nicht so ganz stimmt. Es kamen natürlich schon ein paar Videos jetzt hier im neuen Jahr. Allerdings ist das erste Video, welches ich für euch im neuen Jahr aufnehme. Ich kam tatsächlich vorher nicht dazu. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass beim Landkreis gerade der Katastrophenfall ausgerufen wurde oder immer noch ausgerufen ist, das ist schon eine Weile, und ich dadurch mit meiner Feuerwehr auch eine Weile lang gebunden war und wir auch so noch ein, zwei Sachen zu erledigen hatten und ich ab und zu natürlich auch mal noch arbeiten muss und deshalb konnte ich leider keine Videos aufnehmen, habe aber natürlich auch noch genug auf der Platte, sodass ich euch da immer mit Content versorgen konnte, auch wenn es jetzt kein aktueller war. Aber jetzt hier heute ist der 9.1., deshalb das erste Video im neuen Jahr. Dann möchte ich es auch nicht versäumen, euch noch ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Das habe ich sicherlich schon mal gemacht, aber noch nicht in einem neuen Video. Dann haben wir das jetzt auch abgearbeitet und können uns jetzt hier den wichtigen Dingen widmen. Und zwar haben wir hier einen Einsatz reinbekommen. Und zwar einen Einsatz, der zwar relativ klein ist, sage ich mal, aber recht interessant. Und zwar haben wir hier eine Tierrettung. Dort steckt wohl ein Reh im Zaun fest. Weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube nicht. Das ist auch einer der Einsätze, der mit dem letzten Update frisch dazugekommen ist, meine ich. Und deshalb würde ich das jetzt einfach mal als Hilfeleistung 1 alarmieren. Da reicht die Löschgruppe Tischenbräuch mit einem MLF. Ja, wollen wir da eine Sirenenalarmierung? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da reicht der DMR-Alarm dann vollkommen aus. Mit Sonderrechte schon. Wir wollen das Tier ja natürlich befreien. Und geben einfach mal so die Alarmierung raus. Zack. Diese ist raus. Und genau, wir schauen uns das Ganze an. Wir können einmal jetzt hier den Melder noch schnell bestätigen. Ist ja keine Einheit jetzt hier aus Wegberg selber mit alarmiert. Deshalb können wir direkt auf die Einsatzkarte wechseln. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was genau wir dort zu tun haben. Ich denke, ich mache auch eine recht interessante Sache. Und wie gesagt, ich hatte diesen Einsatz einfach noch nie. So, auf der Einsatzkarte angekommen wurde uns, hier haben wir auch schon den ganzen Spaß, wurde uns mitgeteilt, dass wir doch über den Feldweg anfahren sollen. Das machen wir natürlich. Und danach werden wir weiterschauen, was genau wir hier machen müssen. Wir müssen natürlich den Zaun dafür zerschneiden, das ist nun mal so. Es ist wichtig, dass das Tier dort freikommt. Während wir jetzt hier auf das Fahrzeug warten, dachte ich mir, kann ich natürlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was eigentlich so alles vorgefallen ist. Nachdem der Funk durch ist. Ja, Stärke 006 mit 5 AGT. Mensch, den Kollegen kenne ich doch. Verstanden. Und genau, also wie gesagt, bei mir im Landkreis wurde ja der Katastrophenfall ausgerufen, sodass ich auch mit meiner Einheit, ich bin ja mit meiner Feuerwehr in einem Fachdienst mit eingebunden, sodass wir dort auch zum Einsatz kamen. Wir hatten Glück, wir hatten jetzt nicht die schwierigste Aufgabe. Also ich musste keine Sandsäcke befüllen oder so. Ich war tatsächlich mit meiner Feuerwehr da, um den Deichsicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Beziehungsweise auch eine Deichwacht zu übernehmen. Und da waren wir zweimal im Einsatz, jeweils eigentlich 12-Stunden-Schichten, aber mit Anfahrt, Abfahrt. Also kam man so auf 16, vielleicht 17 Stunden mit Nachbereitung. Und auch wenn man da natürlich einen etwas einfacheren Job habt, das schlaucht dann irgendwann schon, da hast du einfach keinen Bock mehr danach noch irgendwelche Videos aufzunehmen. Da bist du eigentlich relativ froh, wenn du zu Hause bist. Und demnach konnte ich einfach keine anderen Videos jetzt hier aufnehmen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass da viel Fuchsburg und auch viel Biberfelder Blackie kam. Aber das sind natürlich auch mal coole Videos gewesen. Gerade die Blackie Edition hat mir da richtig Spaß gemacht und Fuchsburg kommt natürlich immer gut an. Und ich denke, da haben wir doch eine gute Alternative gehabt. So, dann werden wir kurz mal das Personal absitzen lassen. Zudem hatten wir auch noch einen Gebäudebrand, der auch direkt am Neujahrstag war, auch relativ intensiv, sodass da auch wieder keine Zeit war. Dann den nächsten Tag musste ich direkt wieder arbeiten, also es war schon alles relativ interessant, aber jetzt beruhigt sich die ganze Lage, zumindest für mich und meine Wehr. Der Katastrophenfall ist zwar nach wie vor noch vorherrschend, aber für mich ist, denke ich mal, oder für uns auch als Feuerwehr ist da jetzt erstmal kein Handlungsbedarf mehr. Hoffe ich zumindest, es sei denn, die Lage verändert sich, dann kann es natürlich schon mal sein, dass wir da nochmal hin müssen, aber nach aktuellem Stand sieht es da nicht so aus, sodass ich auch wieder Zeit habe, hier ein paar Videos aufzunehmen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal einen Bolzenschneider
und entfernen den Zaun. Ich denke mal, viel mehr müssen wir gar nicht machen. Ich dachte, vielleicht muss man ja noch mit der guten Dame hier reden. Das können wir aber tatsächlich gar nicht. Und ich würde jetzt hier einfach mal den Zaun aufschneiden. Ich denke mal, viel mehr müssen wir nicht machen. Das ist jetzt wirklich ein kleiner Einsatz. Wir können mal ganz kurz der Leitstelle funken, was wir hier eigentlich machen, dass die Bescheid wissen. Ja, wie gesagt, ist jetzt nichts Großes, aber eigentlich eine coole Idee mit diesem Tierrettungseinsatz. Macht natürlich auch Sinn hier aus dem Feld raus. Hat mal wieder nicht die Kurve gekriegt. Und ist dann hier voll in den, in den Zaun reingehämmert. Kann ja mal passieren, ne? So, dann. Wir müssen nochmal von der anderen Seite, ne? Ja, da muss der Kollege jetzt natürlich ein bisschen laufen. Das ist jetzt nochmal so. Aber wir schicken natürlich noch jemanden mit, weil truppweises Vorgehen, ganz wichtig. Wir teilen mal ganz kurz der Leitstelle mit, was wir hier eigentlich machen. Rückmeldung, Einsatzstelle. Ja, hier ist ein Rehkitz mit dem Kopf im Zaun eingeklemmt. Die Lage wird jetzt weiter erkundet und versucht, das Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Kommen. Die Rückmeldung wurde verstanden. Ja, apropos Tierrettung, habt ihr sowas bei euch in der Wehr, wenn ihr in einer Feuerwehr seid? Habt ihr sowas oft? Ich fahre jetzt seit knapp 8 Jahren Einsätze. Aktiv mit in der Wehr und hatte tatsächlich seitdem nur eine Tierrettung. Das war mal eine Katze, die im, ich sag's, in der Regenrinne festgesteckt hat. Aber ansonsten kann ich mich da eigentlich an nichts erinnern. Ne? Großartig hat man keine Tierrettung seitdem. Ist bei uns hier anscheinend auf dem Dorf nicht so, wobei man eigentlich denkt, da wäre es gerade eher mal der Fall. Aber bis jetzt, toi toi toi, nichts passiert. Ich kann mich erinnern, dass meine Wehr vor meiner Zeit mal eine Tierrettung mit einem Hund hatte, der in so einen Schacht gefallen war. Den haben sie da rausgeholt. Aber ansonsten kann ich da auch nicht sagen, ob da noch weiter was passiert ist. Aber ich möchte meinen, dass wir da eigentlich relativ verschont geblieben sind bis jetzt. Jetzt haben wir ja das Tier gerettet. Kann ich das? Bleibt das stehen? Reicht das? Oder kann ich hier. Nee, ich würde sagen, das war's, ne? Mehr rausschneiden muss ich jetzt hier nicht eigentlich so an sich. Oder ich brauche die Polizei noch. Kann natürlich auch sein. Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben. Abschließende Stärke 0, 0, 6. In Kürze alle Kräfte der Feuerwehr frei Einsatzstelle. Ja, Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. Also als ich diese 6 vertont habe, da war ich anscheinend angepisst. Meine Fresse, habe ich dieses 6 rausgepresst. Meine Güte. Da muss ich schlechte Laune gehabt haben. So, kann ich das? Ja, genau. Wir verlassen das jetzt wieder auf dem Fahrzeug. Wo ist denn? Hä? Was machst du da? Und ich würde sagen, dass wir dann jetzt hier erstmal wieder einmal aufsitzen. So, zack. Wir müssen auf unseren Kameraden hier warten. Der lässt noch etwas auf sich warten. Dann sind wir hier. Somit schon mal erstmal soweit durch. So, der Maschinist checkt nochmal sein Fahrzeug. Jawohl, ist soweit fahrbereit. Mannschaft auch gleich wieder vollzählig. Müssten ja 6 Personen dann gewesen sein. Genau. Und dann können wir das MLF wieder in Richtung Greta schicken. Und einfach mal schauen, was uns noch für einen Einsatz hier in Wegberg heute erwartet. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich habe auch eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Demnach freue ich mich da jetzt wieder richtig drauf. Und direkt der nächste Einsatz führt uns wieder nach Rad Anhofen. Dort brennt wohl ein Gewächshaus. Ich würde jetzt hier erstmal von einem F1 ausgehen, ne? Da reicht eigentlich eine Löschgruppe. Dafür aber mit Sirenenalarm. Und dann schauen wir einfach mal, was uns da genau erwartet. Sollte das Ding natürlich größer werden, muss ich direkt nachalarmieren.
Das ist dann natürlich klar, aber ich denke, damit sollten wir erstmal ausreichen. So, ich gebe erstmal die Alarmierung raus, wechseln auf die Einsatzkarte und schauen dann einfach, was genau uns dort vor Ort erwartet. So, check. Dann können wir einmal jetzt hier die Einsatzkarte laden und schauen mal, was so los ist. Oh ja, hier brennt es definitiv. Und ich denke, dass ich hier auch ein weiteres Löschfahrzeug auf jeden Fall brauche, weil das Feuer hier schon übergegriffen hat auf den Nachbarsgarten. Da kann ich natürlich erstmal eine GWG hin alarmieren. Allerdings möchte ich dort im Nachgang vielleicht nochmal einen Elef haben. Nicht, dass die Geschichte hier weiter ausartet. Das wäre natürlich doof. Aber wir checken das erstmal. Ich denke, so kriegen. Oh, da ist gerade irgendwas hochgegangen. Das Ding ist, hier kann natürlich auch Dünger oder sowas gelagert sein. Stärke 1, 3, 5, 8 Atemschutzgeräteträger. Leitstelle Heinsberg, verstanden. Wie gesagt, hier kann natürlich auch Dünger oder sowas gelagert sein. Dann müssen wir da ein bisschen aufpassen. Aber hier, das gefällt mir gar nicht, dass das Feuer hier so übergreift. Auch wenn jetzt hier aktuell nur ein bisschen Wäsche und so eine Liege brennt, das kann sich aber zügig ausbreiten. Deshalb müssen wir hier direkt mal nachalarmieren. So, an sich würde ich das Feuer schon mit einer Löschgruppe hinbekommen. Denke ich. So, Hydrant haben wir hier vorne auf der Ecke. Den müssen wir dann auch nutzen. Aber zuvor erstmal eine Rückmeldung und Kräfte. So wie die Polizei muss ja einen Grund haben, dass es hier brennt. Ja, einmal die Löschgruppe Morshofen zur Einsatzstelle. Die Löscheinheit Morshofen zur Einsatzstelle verstanden. Weil das kriege ich auch hier nicht mal mit einem, ja, mit einem Feuerlöscher, denke ich mal. Das könnte eng werden. Was brennt denn hier? Was haben wir denn da? Gewächshaus, ne? Hier für Wegberg 21, Halle 20. Mit erster Rückmeldung Einsatzstelle Feuer 1, Raterstraße, Feuer in einem Gewächshaus, Löschangriff in Vorbereitung, die Wasserversorgung wird hergestellt. Verstanden. Wir benötigen einmal Polizei an Einsatzstelle kommen. Ah, die hat bereits Kenntnis. Die ist auf Anfahrt. Haben wir hier noch? Weil ich muss ja hier irgendwie die Tür noch öffnen, ne? Ich muss da irgendwie reinkommen. Pass auf den GWG. Der ist gerade angekommen. Ein Geräteträger. Eins, eins, eins. Ein AGT, auch das ist verstanden. So, wo ist denn der Kollege jetzt hingegangen zum Standrohr setzen? Hier ganz außen, ach Scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir haben Gott sei Dank eine Haspel, da sollte das alles gehen. Tür ist verschlossen, da müssen wir hier einmal das Helligen holen, dann können wir hier einmal die Tür öffnen. In der Zwischenzeit, ja, hier der Marker hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber die Polizei wird den Weg schon finden. In der Zwischenzeit, das ist natürlich kein Geräteträger, ne? Pass auf, dann baut ihr bitte schon mal die Wasserversorgung auf. Ah, der GWG hat keinen Standrohr. Ah, ist natürlich doof.
Das ist natürlich blöd, dann müssen wir warten. Wir haben auch kein zweites auf dem Elef, das ist natürlich klar. Dann müssen wir hier einfach warten, dann ist das so. Ihr bringt mal bitte dort ein paar Kegel hin, dass wir hier zeigen, aha, hier ist was. So. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das denn bitte aus der Hand legen? Kann ich das aus der Hand legen irgendwie? Ich glaube, ich müsste, wenn dann, alle hier verbasteln, ne? Das ist natürlich doof. Ja, komm, reicht auch so. Ist ja auch in Ordnung. So ist die Tür jetzt mittlerweile auf. Jawohl, die Tür ist auf. Dann können wir jetzt hier einmal reingehen und dort zumindest erstmal das Feuer löschen. Warum löscht ihr nicht? Jetzt löscht er, wunderbar. Die Wasserversorgung kann jetzt auch vollständig hergestellt werden. Bis jetzt fahren wir ja noch Tankbetrieb. Das macht die Löschgruppe Morshofen. Ja, die trifft bald ein. Knapp 2 Minuten noch, dann sind die hier vor Ort. Aber wir können natürlich hier jetzt erstmal schon ordentlich arbeiten. So, zack. Wasserversorgung steht, sehr gut. Ich hätte jetzt hier tatsächlich schon gerne die Wasserversorgung soweit aufgebaut oder zumindest vorbereitet. Ja, aber ist natürlich jetzt leider nicht möglich. Wir können vielleicht hier mal noch ganz kurz einen Warndreieck hier vorne mit hinstellen. Das machen wir am besten hier vor der Kurve. So, das HLF-10 ist schon mal im Status 3. Wunderbar. Dann ist es jetzt auf Anfahrt. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass der den Unterflödanten hier vorne nimmt. Wobei, das ist doch gar kein Schild, oder? Wegberg 22, HLF 10, Sprechwunsch. Hier Wegberg 22, HLF 10, mit Stärkemeldung 004, mit 4 AGT. 004, 4 Atemschutzgeräteträger. Ja, verstanden. Wir haben halt hier den großen Vorteil, würde ich gerade sagen, das Feuer geht einfach aus, weil es kein Futter hat. Das ist tatsächlich ganz gut, das macht es einfacher. 116, 4 Atemschutzgeräteträger. Mit 4 AGT. Ja, ich weiß, die Kegel bringen jetzt hier relativ wenig, aber ich will sie jetzt einmal loswerden. So, dann habe ich nämlich den Kameraden auch wieder zur Verfügung. Für den Fall der Fälle, gut, dann hätten wir hier einfach den ganzen Spaß etwas breiter gezogen. Ja. Das ist eigentlich nur, dass hier nicht unbedingt das Sandrohr weggeraucht wird. Die Polizei schon da? Oh, ja, die Polizei ist schon da. Und das HLF 10 hat jetzt ja auch ein Treffen, wunderbar. Dann sind die einmal für umsonst angefahren, denn das Feuer dort ist bereits aus. Aber das ist nicht so schlimm, lieber
ein Fahrzeug zu viel als eins zu wenig. Das Feuer hier hat sich tatsächlich von alleine erledigt. Naja, ist egal. Aber hier das Gewächshaus ist schon relativ intensiv, ne? Also es brennt schon ordentlich. Wir müssen, glaube ich, danach auch definitiv noch den Lüfter zum Einsatz bringen. Den könnte man ja tatsächlich schon mal auf dem Fahrzeug holen. Das ist genau die technische Hilfe. Dann holen wir jetzt hier einmal den Lüfter auf dem Fahrzeug. Feuer und Gewalt, das freut mich natürlich auch außerordentlich. Also im Tankbetrieb wäre es auf jeden Fall nichts geworden, ne? Ja, so im Nachhinein hätte ich einfach hier hinten reinfahren sollen. Hätte das Fahrzeug hier hingestellt, dann wären die Wege deutlich kürzer gewesen, aber mein Gott. It is what it is und ja, jetzt müssen wir einmal damit arbeiten, jetzt ist es so. Ist echt gut, dass das Feuer hinten einfach ausgegangen ist. Wäre natürlich interessant gewesen, wenn sie übergegriffen hätte, dann hätten wir hier mal einen richtigen Riegel aufbauen müssen, um die beiden Gebäude hier zu schützen, aber so war es natürlich jetzt dementsprechend etwas einfacher, auch nicht schlecht, denke ich mal. Du kannst das dein Heligen schon mal wieder zurückbringen hier. Und das Feuer ist somit aus. Wunderbar. Wir bringen jetzt hier noch den Lüfter in Stellung. Und bauen ansonsten einmal alles zurück. Na, Lüfter, willst du nicht anspringen? So, dann lassen wir das einmal laufen. Und bauen jetzt hier die Wasserversorgung dann auch vollständig zurück. Wird ja in dem Fall jetzt erstmal nicht mehr benötigt. So, zack. Zack. Und auch ihr könnt einmal soweit zurückbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das... Ging das mit der Haspel? Ja, wunderbar geht. Sehr schön, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Du kannst schon mal hier deine Kegel einsammeln gehen. Und ansonsten, ja, Standrohr dann natürlich noch. Aber ansonsten siehst du soweit eigentlich erstmal ganz gut aus. Lüfter nachher noch weg. Ja, GWG kann... Die können eigentlich so weit abrücken, die werden jetzt hier nicht mehr benötigt. Auch vielen Dank an die Löschgruppe Morshofen. Einmal für umsonst angefahren, aber lieber so, als dass hier wirklich alles gebrannt hätte. So, was macht die Verrauchung im Gebäude? Ist immer noch vorhanden. Wir sehen es auch hier. Ist ein bisschen angedeutet. Man sieht es ja eigentlich ganz gut. Müssen wir einfach noch ein bisschen warten. So, dann können eigentlich alle, die erstmal jetzt nichts mehr zu tun haben, sich schon mal aufs Fahrzeug setzen. Dich brauche ich vielleicht noch. Du kannst schon mal zum Gruppenführer gehen und dann warten wir hier, dass die Geschichte erledigt ist. Und dann können wir dann nachher die Einsatzstelle übergeben und dann noch abrücken, soweit. Genau. Ja. So, dann sind wir bei dem Einsatz erstmal soweit durch. Dann kann ich ja noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eigentlich hatte ich auch für das Ende des Jahres ein etwas anderes Video mal geplant. Ich hatte vor, tatsächlich eine Art Retro-Video zu machen und einfach mal zum Beispiel die Wuppertal-Mod, mit der ja damals bei mir alles anfing, für EM5 aufzunehmen, aber nicht mit meinem Mikrofon, sondern so wie ich es früher gemacht habe mit meinem Headset
um einfach mal so ein bisschen Retro-Feeling vorzubringen. Das wäre eine Idee gewesen, das wäre so ein kleines Zusatzvideo gewesen, die ich dann vielleicht am 31. hätte hochladen können. Das habe ich natürlich leider nicht geschafft. Aber die Idee habe ich natürlich immer noch und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das sicherlich mal umsetzen. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, ist mal was anderes. Und das bringt so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen Retro-Back, bisschen, ja, wie kann man das noch ausdrücken? Ja, so hat es einfach alles angefangen damals. Ich hatte weder ein Mikrofon, noch Ahnung. Mikrofon habe ich, Ahnung habe ich immer noch nicht. Aber, ich denke, das ist eine ganz coole Idee und vielleicht kann man das einfach mal so als einmalige Sache, als kleines Special-Video mal machen. Wenn ihr da, wie gesagt, Bock drauf habt, schreibt es unten in die Kommentare, dann kann ich das definitiv mal umsetzen und ich hätte da schon Bock, so wie früher mal wieder, einfach nur mit dem Headset sinnloses Zeug reinbabbeln, danach ein bisschen Nachbearbeitung und dann war es das auch schon. Kein großes Mikrofon und einfach mal alles so, wie es angefangen hat, denn entgegen der Meinung, dass meine Qualität zumindest audiovisuell und ja, audiotechnisch und visuell, das meinte ich eigentlich, dass die immer hoch war, war es natürlich nicht. Ich habe auch angefangen wie ein ja, wie ein kleiner Noob, sage ich mal. Ich habe keine Ahnung von nichts gehabt, habe keine Technik gehabt, aber habe so meine Videos gemacht und so habe ich es tatsächlich geschafft, eure Aufmerksamkeit zu kriegen und ich bin da immer noch sehr stolz drauf und ich denke, das ist eine coole Idee und das wäre eigentlich so ein geiles Abschlussvideo gewesen, dass man tatsächlich dann aber das Hochwasser so ein bisschen dazwischen gekommen, aber aufgehoben ist natürlich nie aufgeschoben. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, unten in die Kommentare, dann kann ich das sicherlich in nächster Zeit mal umsetzen. So, wir werden jetzt hier einmal die Haspel wieder ans Fahrzeug basteln, danach unser Fahrzeug soweit fahrbereit machen, danach uns bei der Leitstelle wieder freimelden und dann in Richtung Gerätehaus fahren und den Einsatz dann für uns als Feuerwehr erstmal soweit hier beenden. Ah, Pump ist noch aktiv, das habe ich vergessen. Genau, Herr Stefan hat hier übernommen. Die können jetzt hier noch weite Ermittlungen in die Wege leiten und wir können, wie gesagt, nach Hause fahren. Für uns besteht jetzt hier kein weiterer Handlungsbedarf. Außer, dass wir die Leitstelle natürlich noch informieren müssen. Mal gucken, was diese dazu sagt. Aber ich denke mal, die haben auch nichts dagegen, wenn wir nach Hause fahren. So, Abschlussmeldung, zack. Mit Abschlussmeldung, Feuer ist aus, Aufräumarbeiten laufen. Ja, wir haben hier an Heino übergeben. Abschließende Stärke im Einsatz, 3, 5, 16. In Kürze alle Kräfte der Feuerwehr frei ab Einsatzstelle. Leitstelle Heinsberg, verstanden. Das freut mich außerordentlich und danach oder demnach würde ich jetzt auch mein Video beenden. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wie gesagt, das erste Video im Jahr 2024, welches ich frisch für euch aufgenommen habe. Habe das auch eine ganze Weile schon nicht mehr gemacht, merke ich gerade. Stelle mich da mal wieder hier und da ein bisschen doof an, aber nicht schlimm. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Ich hoffe, dass ihr gesund seid, dass ihr es bleibt und dass wir uns im nächsten Video Stream oder was auch immer wiedersehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.